Hallo und herzlich willkommen bei Yoshi Island mit mir, dem Yoshi. Und jetzt halte ich erstmal den Mund. Ding, 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 ding. So, und jetzt legen wir mal los und dann wünsche ich euch erstmal viel Spaß mit Yoshi Island, Island und natürlich Singleplayer. Es gibt hier zwei Spiele und wir entscheiden uns für Yoshi's Island. Yoshi! Das vor. Das 95 rausgekommen ist. Vor 20 Jahren. Um die gleiche Zeit wie Pokémon. Jetzt drücken wir mal Start, ne? Sonst. Dann haben wir natürlich ein neues Spiel. Gibt natürlich nicht nur einen Yoshi, sondern mehrere. Dies ist Yoshi's Island oder Island, die paradiesische Heimatinsel der Yoshis. Sie sind alle fürchterlich aufgeregt, weil ihnen fast ein Baby auf den Kopf gefallen wäre. Das Baby scheint zu fühlen, wo sich seine Geschwisterchen aufhalten, wo sich sein Geschwisterchen aufhält und möchte dorthin gebracht werden. Yoshis beschließen, einen Staffellauf zu
veranstalten und Baby Mario ist der Stab. Auf geht's, Yoshis. Ein neues Abenteuer wartet auf uns. Und als erstes natürlich das sehr äußerst bekannte grüne Yoshi. Fängt damit an. Ich werde immer die Texte mal durchgehen. Das am Anfang habe ich mal vorgelesen. Und jetzt geht's los. Anfang kommen wir durch ein Tutorial, wie da alles funktioniert, was man alle, wie man das machen muss. Man schluckt sie runter und dann kommt ein Ei hinten raus. Also müssen die Yoshis alle weiblich sein. Und ich habe noch nicht eine Eidechse, die männlich ist, das machen sie. Ein Ei legen sehen, genau wie ein Hahn, die machen das ja auch nicht. Ja, das, die eine Münze holen wir uns jetzt noch. So, ist egal, wenn wir hier runterfallen. Dafür sind die Würfel da. Macht so lustige Geräusche, wenn er sich anstrengt, um weiter hochzukommen. Das ist auch schön. Das kennt man ja von früher noch. Hoffe ich mal. Gucken wir jetzt gleich mal. Wir brauchen ja eigentlich nur da hochzukommen. Schnellsten Fuß. Was ist denn mit dir los, Jo? Jo, geschafft, wunderbar, so geht das. Diese kleinen Gummibällchen, die helfen einem immer nach oben, die mit den Pfeilen. Ich kann das gleich noch mal zeigen. Haben alle Zeit der Welt, hier läuft ja keine Zeit ab. Wie bei Super Mario. Jo. 7 bis... Und jetzt fängt die erste... Fängt's an in der ersten Welt. Und mit dem ersten Level sozusagen. Im Schokokügel. Oder die Schokokugel. Schokokugel. Hier sind immer Infotafeln. Da können wir gerne nochmal dran gehen. Ja, nach unten drücken, um ein Ei zu legen. Mhm. Cute. Das gab es früher auf dem Super Nintendo. Falls der eine oder andere das nicht kennt. So 7 Eier können wir, glaube ich, sammeln und dann. Und dann plupsen die einfach weg. Das hat der, habt ihr ja gerade gesehen. Ist egal, dann sind die Dinger übrigens weg. So, die Blümchen müssen wir auch immer einsammeln. Bonusblume, sage ich jetzt einfach mal. Sammle alle 5 Blumen um dieses Level. Und du erhältst ein extra Leben. Sie werden außerdem zu deiner Punktezahl hinzugezählt. Okay. Ich würde das jetzt euch erstmal zeigen, ob euch das gefällt. Erstmal eine Folge davon aufnehmen und gucken, ob euch das gefällt. Die müssen wir hier mal wegmachen. Naja. Und Yoshi heißt ja normalerweise Yoshi Manche Koopa. Das heißt, er isst gerne Koopas. Ob das jetzt nur bezogen auf den Koopa ist oder ob das bezogen ist auf die ganzen Schildkröten, die hier rumlaufen. Wieder ein Shy Guy gegessen. Oder wie die heißen. So, und jetzt machen wir uns erstmal eine Treppe mit den weißen Wölkchen mit dem grünen Fragezeichen und den Flügeln. Oder die haben manchmal auch keine Flügel.
Hier sind immer die roten Münzen dabei, die muss man auch einsammeln. Und der ist random, der verschwindet aber dann auch wieder. So, und jetzt können wir entweder erstmal kurz hier die Münzen einsammeln. Und dann gehen wir da mal rein. Müssen aber erstmal die Pflanzen hier wegschießen. Und putz, weg sind sie. So, ja, das... Ja, das bedeutet, dass wenn das Baby runtergeht, dann wird von 10 runtergezählt. Ja, da hat man nochmal Glück gehabt. Nee, dadurch kann man nicht. Der ist da reingeglitscht. Und einfach nur dazwischen gerutscht. So, jetzt gehen wir hier mal runter. Ja, ja, ja. Ja, wenn es runterdroppt, dann kommen die kleinen Kerlchen hier. Oh, da müssen wir uns ein paar neue Eier holen gehen. Hier. Ja, das ist nämlich laut, das Geräusch. Aber gar kein Problem. So, und jetzt holen wir uns noch ein extra Level. Und jetzt müssen wir genau in die Blume reintreffen. So ungefähr. Jo, jo, ja, gib her, stopp. Wir müssen zum Schluss 20 Zeitpunkte haben. Das kriegen wir einmal durch die Sternchen da, die wir gerade aufgesammelt haben. Ich weiß jetzt nicht, ob ich noch das nächste Level mitmache. Mal gucken. Aber ich weiß, das ist unnötig zu sagen, ne? Gucken wir mal, wie die Zeit uns zuspielt. So, jetzt müssen wir hier erstmal die Blumen wegmachen. Um die Blume da mitzunehmen. Ja, und die hält uns erst einmal fest dann, wenn wir geschluckt werden. Ja, ja. Ich glaube, wir holen uns noch die eine Münze da. Da werden die aus den... Was kommt die aus den Gullis raus? Die Shy Guys. Die sehen hier immer an, haben immer verschiedene Farben. Glaube ich auch wieder den anderen spielen. Da kann man sich auffüllen. Die kommen immer so viele raus, wie man gerade tragen kann. Dün, 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 dün. Oh, das war's. Okay. Wird nicht mitgezählt. So, und jetzt gehen wir... Das war aber kurz vor knapp doch gerade. So, machen wir dann Ei draus. Und dann hier wächst eine schöne Pflanze. Und alle bekannten Töne sind dabei. Zipfen wir mal kurz hier drauf und dann krieg ich erstmal die Blume mit den gelben Zähnen, die sich da... jahrelang die Zähne geputzt hat. Oh, naja, gezielt. So, jetzt holen wir uns noch die Blume.
Dann, 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 dann. Jetzt kommen wir hier hoch. Oh, sorry. Nein! Mach du den, Jiblio. Komm. Aha. Ich wollte an die Münzen dran. Und bin dabei wieder runtergefallen. Weil die roten Münzen müssen wir auch haben. Die mit. Die. Oh, was machst du denn mit mir hier? So, jetzt haben wir sie. Endlich. Räums, räums, räums. Alles weggewalzt hier. So, wieder ein paar extra Punkte. Extra Zeitpunkte. Zum Schluss müssen wir es schaffen. Jo. Oh. Egal. Ja, jetzt kurz vor Ende hier. Das geht doch nicht. Ihr Scheigeist. So. Zumindest haben wir alle Blümchen bekommen. So war das. So rum. So rum wird ein Schuh draus. Ja, und dann haben wir schon mal das erste Level geschafft. Naja. Fürs erste Spiel ist er nicht so verkehrt. Mhm. 47 Punkte. So. Und dann haben wir noch das hier. Machen wir das noch mit. Das Bombala. Bombala. Mhm. Din, din, da die großen Kugeln kommen gleich irgendwann runter. Da dürfen wir da nicht stehen gerade. So, ich spiele mal hier gerade mal das rosa Yoshi. Und nehme natürlich alles mit. Bevor diese komischen Bomben kommen und hier die Erde wegromsen. Ja, dann geht der halt mitschwinden. Ja. Naja, so schlimm ist das ja nicht. War ja gerade nur der Anfang. Wissen wir ja, was uns zukommt. Jo. Wenn wir hier stehen bleiben, dann kommt hier einer nach dem anderen runter geflogen. Ah! Wow, das war aber mehr als Glück. So, schnell die verlorenen Punkte wieder. Und hier mal einen Sternkreis. Also ein Save Point, wo wir hier wieder anfangen beim nächsten Mal. Jo. So, jetzt wieder. Jo, ist ja jetzt gut.
Dann wieder auf dem Flummiball hier, der uns dann wieder nach oben katapultiert, wenn wir da mal drauf kommen. Ab durch die Mitte. Und jetzt müssen wir hier lang. Und jetzt kommt ein Gang versteckt in den Steinen. Jetzt müssen wir das hier erstmal alles erkunden, alle Münzen einsammeln und gucken, dass wir alle Blümchen mitnehmen. Hier haben wir wieder einen Save Point, wo das Level ein bisschen größer ist als das erste. Ist ja verständlich. Jo, jo, jo. Das Geräusch ist ein bisschen nervenzerreibend. Hab mir gedacht, das wird euch bestimmt gefallen. Die roten Pfeile zeigen uns immer an, wo wir hin müssen. Hier und jetzt da lang. So, und jetzt. Nee, doch nicht. Aber jetzt kommen wir erstmal noch an Flummi. Und jetzt guck mal, was jetzt passiert. Wenn wir da reinspringen. Ein Yoshi-Hubschrauber. Und jetzt müssen wir mit den Pfeiltasten hier durch und gucken, wo hier so ein Blümchen sind. Und die Blümchen einsammeln und einer bestimmten Zeit. Falsch eingebogen. Hoffentlich kriegen wir noch die Blume. Jo, wunderbar. Dann brauchen wir die jetzt im nächsten Schritt. Müssen wir das nochmal machen. Muss man schon sehr schnell das machen. Jetzt verwandeln wir uns noch einmal. Ich wollte erst Super Mario, das alte Spiel. Das erste, was ich gespielt habe, auf dem Super Nintendo spielen. Aber das hat nicht so funktioniert. So, jetzt hier mit Vollgas durch. So, boing, boing, da müssen wir mal gegen dann. In den nächsten Malen. Oh, das passiert, ich glaube, das passiert immer bei dem Rosanen. So, und dann sind wir schon wieder da raus. So, es ist dann so eine kleine Abwechslung. Ach, der ist jetzt weg, der Shy Guy. Jetzt wären wir bald in die Blume reingerannt. Ja, wunderbar. Besser geht's ja nicht. Das wollte ich eigentlich nicht. Jetzt kommen wieder die Kugeln. Die dicken... Haben wir den einfach mal mit dem Kopf weggeschlagen. Ich glaube, das war es jetzt von den Kugeln. Jo, und alle Blümchen gefangen. Gefunden. Ich denke, wir machen jetzt jedes Mal zwei Level. Das wird dann... Und eine Bonus-Channel. Machen jetzt jedes Mal zwei Level. Und dann sind wir schon... Können wir schon viel machen. Auch wenn wir alle Sterne... Jo. Und wir haben nicht alle roten Münzen eingesammelt. Naja, egal. So. Rubbeln hast drei Versuche... Marius freizurubbeln. Ein Mario, ein Leben. 2, 2, 3, 5. Level up. Also Level. So, fangen wir mit dem hier an. Das ist das Falsche. Das ist ein Koopa-Dingens. Da ist schon mal ein Mario. So, jetzt haben wir noch einen Versuch. Gehen wir mal hier ganz nach außen. Da ist der zweite Mario. Das zweite Mario Baby. So, zwei Level up. Und haben wir 8 Level. Gut, wunderbar. So, und das nächste Mal fangen wir dann an mit dem blauen Yoshi. Und dann wünsche ich euch jetzt erstmal viel Spaß. Und bis zum nächsten Mal. Ciao mit V.